Endlich ist es soweit, der erste FIFA 21 Trailer kommt in 2 Tagen auf uns zu, plus transferierte Karten gibt es jetzt in FIFA 20, unter anderem der gute alte Werner beim FC Chelsea. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, es ist wieder soweit, wir gucken uns an, was kam denn gestern und was ist neu. Und als ganz großes Thema FIFA 21, Jungs, der nächste Trailer, beziehungsweise der erste richtige Trailer, wird auf uns zukommen. Und zwar schon bald. Wenn euch das ganze Video gefällt und du vielleicht den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das natürlich sehr gerne kostenlos tun. Des Weiteren, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen. Heute geht's weiter. Wir haben das nächste Victory-Turnier. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Ab 17 Uhr geht's dort los. Tragt euch da ein. Ich würde mich riesig freuen. Und wir werden natürlich Livestream und Team of the Season Packs machen. Das muss gemacht werden. Wir starten direkt mal rein. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe es direkt schon mal angezeigt. Und zwar, die neuen transferierten Karten sind mit am Start. Und ich muss eins sagen, ich habe zum Beispiel Ziyech oder auch Werner noch nicht wirklich gefunden auf dem Transfermarkt. Das ist sehr, sehr schwierig, aber Meunier ist zum Beispiel mit dabei. Ja? Also Meunier findet man definitiv, das ist relativ simpel. Ich suche halt dann immer eher nach der Nation, beziehungsweise auch nach den Spielern, um das alles einzuschränken. Heißt sozusagen, ich gehe auf Rechtsverteidiger, gehe der Nationalität Belgien, da kann es halt nur der gute alte Meunier werden. Und dann seht ihr schon, der ist mittlerweile schon mal auf dem Markt. Ja, Kostenpunkt mittlerweile, ja, gut, er kostet halt knapp 5.000, 6.000 Münzen. Ist jetzt nicht ganz so billig, aber er ist mit am Start. Wenn wir das Ganze mal mit Hakimi durchgehen, das habe ich noch gar nicht gemacht, dann schauen wir mal auch hier, ob es denn vielleicht funktioniert. Gibt es ihn schon auf dem Markt oder ist er einfach zu beliebt? Weil gerade Werner, Ziyech sind ja alles 2 Karten, die sehr gerne auch in SBCs verbaut werden. Die Higher-Rated-Karten sind, die nicht so oft gezogen werden. Da kann es natürlich sein, dass das noch ein bisschen dauert, bis sie auf dem Markt sind. Wir gucken mal rein, aber auch Hakimi wirst du nicht finden. Ich weiß nicht, wie wir das machen könnten, dass er vielleicht mal auf den Transfermarkt kommt. Vielleicht gibt es sie auch noch gar nicht auf dem Transfermarkt. Und nur Meunier zum Beispiel ist eine Karte, die damit reinpasst. Aber so ist das Ganze erstmal vonstatten gegangen. Heißt, die transferierten Karten finden jetzt mittlerweile ihren Weg auch in FIFA 20. Des Weiteren, was schade ist, bis jetzt gibt es noch keinen Sané bei den bei Bayern Münchner. Ja, das ist noch nicht da. Aber falls du noch irgendwelche transferierten Karten findest, schreib die gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wir machen direkt mal weiter mit der nächsten Karte, die heute rausgekommen ist. Und zwar ist das die Karte von Christian Pulisic. Der hat nämlich die Abstimmung gewonnen und da konnte man direkt die SBC machen. Man brauchte nur einen Chelsea-Spieler und ein 85er Rating. Und wir hatten die natürlich direkt im Livestream abgeschlossen. Wir haben 99 Tempo, 91 Schießen, 92 Passen, 98 Dribbling, dazu 76 Physis, 4-4 Attributdetails sehen mega gut aus. Aber eins muss man sagen, Kostenpunkt dieser SBC, die glaube ich ungefähr bei 110 bis 120k. Wir haben aber noch diesen Trezeguet mit am Start, der natürlich auch mit dabei ist, der auch eine SBC bekommen hat. Und ja, diese SBC, wie ihr wisst, ist vielleicht auch, ja, die gleiche Position, also linker Flügel, wenn ihr sozusagen einen machen wollt und der hat halt 5-5, das kommt vielleicht nochmal ein bisschen besser rüber, entscheidet euch für eine Karte. Ich würde mich für eine Karte von den beiden entscheiden, wenn ihr schon zum Beispiel Trezeguet gemacht habt und nicht unbedingt der Chelsea-Fan seid, Amerikaner-Fan oder BVB-Fan, wie zum Beispiel jetzt ich, würde ich halt eher auf Trezeguet gehen. Ja, auch wenn Pulisic vielleicht, wenn wir die beiden hier mal vergleichen, besseres Tempo hat. Wir haben bessere Passwerte, Dribblingwerte und Defensivwerte. Dabei ist aber die Physis und das Schießen zum Beispiel beim Trezeguet einfach besser. Checkt das ab, schreibt mir gerne rein, habt ihr Pulisic gemacht? Und dann machen wir weiter mit der nächsten Abstimmung. Denn die Bundesliga-Abstimmung kam auch noch raus. Und da habe ich mich natürlich, ihr hattet die Möglichkeit zwischen Luke Bakio, glaube ich, dann Sanjus, ja, der hatte ja meine Screenkarte, und Delaney. Und ich als BVB-Fan muss sagen, natürlich habe ich mich dafür Delaney ausgesprochen. Ich hoffe, ihr macht das genauso, weil wenn man sich das mal vorstellt, wir haben Delaney, dann haben wir nicht zu vergessen, natürlich auch noch einen Spieler, der extrem stark war, der eine SBC-Karte schon hatte, und zwar ist das Witzel. Und wir haben im Season Pass Level Nummer 30 natürlich auch noch den guten alten Emre Can. Ja, also hier hätte man sozusagen, wenn ihr wirklich sagt, ihr spielt im 4-3-3 oder einfach nur mit einem System mit 3 defensiven Mittelfeldspielern, ja, hättet ihr halt eine Macht. Weil Delaney wird genauso ein Allrounder werden wie Can und Witzel, und die werden sich im Vergleich zu den Ratings nicht sonderlich viel nehmen. Die werden richtig gute Karten werden, und ich möchte natürlich versuchen, diese Karte auch dann abzuschließen, wegen einfach Hashtag BVB.
was war es eigentlich schon das von den Sachen, die halt neu rausgekommen sind? Wir haben noch einen überteuerten Verkauf. Das ist einmal Marcel, der 87er für 119k. Ich weiß gerade gar nicht, was er kostet, aber wir hoffen natürlich, dass weiterhin die ganzen Spieler weggehen. Jetzt kommen wir zum Thema Nummer 2 und zwar ist das der FIFA 21 Official Reveal Trailer. Das Ganze findet am 23.07.2020 und zwar Punkt 17 Uhr statt. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auf YouTube schon mal eingeben, FIFA 21 Official Reveal Trailer. Da seht ihr eine Premiere, auf die ihr warten könnt. Der Trailer wird auf jeden Fall kommen. Sehr, sehr interessante Sache. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, wie war es denn letztes Jahr? Was bedeutet denn wirklich Reveal Trailer? Und auf was können wir uns vielleicht vorbereiten? Und letztes Jahr war es so, dass schon fast 2 Monate früher, und zwar am 8.6. während der E3, der erste richtige FIFA 20 Reveal Trailer gekommen ist, veröffentlicht wurde, und zwar mit Volta Football, wo sehr, sehr großes Augenmerk halt auf Volta gelegt wurde, weil es ist ja sozusagen das erste Jahr, wo das jetzt stattfindet, nachdem The Journey natürlich abgeschlossen wurde. Und sonst kam nicht sonderlich viel. Danach kam aber dazu noch ein Gameplay-Trailer. Der ging übrigens auch schon letztes Jahr sogar knapp 10 bis 20 Tage vorher online. Jetzt natürlich ist durch die Corona-Zeit leider Gottes FIFA 21 ein Stück weit nach hinten verschoben. Jetzt geht es erst richtig los. Am 23.07. bedeutet sozusagen für euch, ist der erste Trailer. Und was würde ich mir vorstellen? Was können wir erwarten? Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall Volta sehen werden. Ich gehe davon auch aus, dass wir bei Volta vielleicht Neuerungen sehen werden, wie zum Beispiel einen Ingame-Shop, wie zum Beispiel bei Ultimate Team, wo man vielleicht einen meinetwegen Saisonpass hat. Man kann sich vielleicht darunter vorstellen, dass sie neue Gameplay-Sachen zeigen, was zum Beispiel neu ist. Man kann sich darunter aber auch vorstellen, Neuerungen im Gegensatz zum Karrieremodus, meinetwegen Neuerungen angeteasert nur zum Ultimate-Team-Modus, was ich aber sehr unwahrscheinlich finde. Im Endeffekt kann ich mir persönlich einfach nur darunter vorstellen, dass wir in diesem Trailer nicht sonderlich viele Informationen sehen werden. Wir werden einfach den allerersten FIFA 21-Trailer sehen. Da wird Hauptaugenmerk wahrscheinlich wieder auf Volta gelegt werden. Einfach nur auf die Stadionatmosphäre und. Und dann geht es ja mittlerweile dann im August schon los, weil im August, ihr wisst es genau, ja, der gute alte August ist der Monat schlechthin, denn da hat EA angekündigt, die werden verschiedene Etappen sehr, sehr viele Neuerungen bringen, was Ultimate Team angeht, Karriere angeht, Volta angeht. Und, da können wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen, aber trotz dessen werden wir um 17 Uhr natürlich uns gemeinsam den Trailer angucken, also guckt da auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei, wir werden definitiv livestreamen. Die große Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, was könnte denn da noch kommen? Was zum Beispiel ist eurer Meinung eine Sache, die würdet ihr sehr gerne in dem Trailer sehen? Was, ich glaube, damit könnte ihr zu 3000% punkten, wenn sie einfach, stellt euch einfach vor, sie bringen halt einfach statt so neue Ballphysik oder sowas, einfach nur ein riesengroßes Gebäudekomplex, wo einfach da steht, neue Server. Ich glaube, das meiner Meinung nach würde den größten Hype wahrscheinlich hier an der Geschichte von FIFA herstellen, weil dann sind gefühlt 90% der Leute einfach vielleicht ein bisschen zuversichtlicher, was FIFA 21 angeht. Ich muss persönlich sagen, ich bin mega, mega, mega gespannt. Ich mache ja mittlerweile die FIFA 21 Predictions. Ich bin mega auch gespannt auf den August, was da auf uns zukommen wird. Ha, lasst FIFA 21 bitte gut werden. Lasst es bitte richtig krachen. Meinetwegen auch gerne schon jetzt im ersten Trailer. Es muss nicht unbedingt sein, aber es wäre schon nicht ganz so schlecht. Und die Leute, die sich jetzt fragen, wann kam denn eigentlich so der Reveal oder Reveal, wie man es auch immer ausspricht, zum Beispiel von den neuen Icons. Ja, es gab ja die Zidane Food Icon Story Reveal. Das kam übrigens erst vor 10 Monaten, heißt also insgesamt müssen wir da vielleicht noch 1,5 bis 2 Monate warten. Player Ratings genauso. Ja, also das bedeutet, da müssen wir uns auf jeden Fall auf noch ein bisschen Zeit oder wir müssen uns einfach noch ein Stück weit gedulden. Ne? Genauso sieht es aus mit Gameplay, FIFA 20 Gameplay. Das erste Reveal kam von Nepenthes zum Beispiel als Video und zwar insgesamt vor 11 Monaten. Das heißt auch hier mindestens noch 4-5 Wochen, wo wir warten müssen. Genauso wie beim offiziellen Gameplay-Trailer. Ich glaube, das wird auch, denke ich mal, so ungefähr in 2 bis 3 Wochen stattfinden als große Ankündigung. Hey, jetzt geht's richtig los, jetzt beginnt der August, jetzt wollen wir auf jeden Fall Gas geben und vielleicht ein Stück weit euch präsentieren, was wir alles zu FIFA 21 neu gemacht haben. Trotz alledem muss ich persönlich sagen, auch wenn vielleicht viele das Spiel jetzt mittlerweile nicht mehr so interessant finden,
bin ich schon ein Stück weit wieder gehypt auf das neue FIFA, weil ich weiß, da geht's wieder richtig los, da werden wir es wieder richtig krachen lassen. Und alle eure Wünsche könnt ihr ja sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr euch wünschen zu FIFA 21? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu FIFA 21 vielleicht ein Stück weit zu verpassen. Vielleicht machen wir da immer mal wieder eine News-Folge. Und ja, sonst war es das eigentlich. Schalt heute Abend oder heute Nachmittag 16, 17 Uhr ein zum Livestream. Nächstes Turnier steht an. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Und denkt dran, morgen Stream, neuer Trailer, FIFA 21. Checkt es auf jeden Fall ab. Ich bin raus. Macht's gut. Hab euch lieb. Kuss geht raus. Und ciao, ciao.